Wora, Gemündener Straße 31 auf dem Hof der Familie Limper am Rhein. Weihnachtslieder mit musikalischer Begleitung wurden gemeinsam gesungen und Manfred trug eine Geschichte von Trollen vor, die später zum Teil zu hören ist. Und ich wünsche euch einfach eine schöne halbe Stunde oder Stunde oder wie auch immer, Advent, Entspannung, was trinken, was hören. Ihr müsst eigentlich nur auf das Bingo, da seht ihr immer, was wir spielen und also, welche Nummer das in dem Heft ist und wir starten mit Mach hoch die Tür. Und dann liest der Manfred noch eine Geschichte vor und dann gibt es noch mal ein bisschen Blas. Tommy und die Trolle. Ich heiße Thea und ich habe mit den Trollen etwas Tolles erlebt. An einem schönen Tag im Winter wollte ich meine Cousine besuchen, die auf der anderen Seite des Hohen Dors in Badenhausen wohnt. Man braucht den ganzen Morgen, um von Wora über Gemünden durch den Wald das Hohe Dor zu erreichen. Aber auf der anderen Seite kann ich auf meinen Skiern ganz schnell über den Badenhäuser Skihang hinuntersausen. Mein Hund Tommy begleitet mich. Wir waren schon ziemlich hoch oben, dort wo der Turm des Hohen Lors deutlich zu erkennen ist, da passierte es. Unter den Bäumen huschte irgendwas herum. Tommy rannte hin, jaulte auf und da sah ich diesen Troll. Er hielt Tommy fest und klammert. Ich war sicher, dass es ein Troll war, denn er hatte einen langen, huschigen Schwanz, riesige Ohren und einen goldenen Ohrring. Ich will den Hund, quiekte und knurrte der Troll. Der Troll wackelte mit den Ohren und starrte mich an. Ich muss mir schnell etwas einfallen lassen. Vielleicht konnte ich diesen habgierigen Troll überlisten. Fliegen, 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 schrien sie dabei. Wir flogen die andere Seite des Hohen Lors am alten Skihang Richtung Badenhausen hinunter, Tommy und ich. Das Geschrei der Trolle verwandelte sich in ein Gejammer. Hund, Hund, Hund! Ich warf einen Blick zurück. Die Trolle schubsten sich fliegend im Schnee herum, fuchtelten mit den Armen und knallten mit den Köpfen zusammen. Tommy und ich sind glücklich in Badenhausen angekommen und die Trolle wurden nie wieder gesehen. Aber im Vorfrühling, wenn der Schnee getaut ist, dann sieht man rechts vom Turm des Hohen Lors Gräser mit weißen Puscheln im Wind wehen. Das ist alles, was von dem Park übrig geblieben ist, an dem ich mit den Trollen etwas Tolles erlebt habe. Ja, Hohes Lor. Wer lange nicht da oben war, es wurde ja sehr viel abgeholzt. Also ich kann nur empfehlen, wir haben auch das Hohe Lor zu wandern. Es ist eine schöne geteerte Strecke da. Und ja, vielleicht findet ihr ja irgendwelche Trolle, die euch auch irgendwelche Schreie spielen wollen. Ja, wünsche ich euch einen schönen Abend. Die Musiker machen nochmal Musik und ja, wünsche uns noch ein paar schöne Stunden. Familie Lipper und alle, die mitgemacht haben, ein herzliches Dankeschön für diese schöne Station. Adventskalender im dritten Jahr und im dritten Jahr sind Sie auch mit dabei. Jedes Jahr mitgemacht und immer wieder schön, wenn man hier durch den Ort fährt und die verschiedenen geschmückten Häuser sieht. Hier auch eine besonders hübsche Dekoration, wenn man hier vorbeikommt. Und also eine gemütliche Station. Danke für die tolle, großartige Posaunenbegleitung zu den Liedern. Also ein herzliches Dankeschön für die Ausrichtung dieser Station als kleines Dankeschön, die 14 mit einem Herzchen zum Essen. Wem darf ich die denn umhängen? Dem Oscar. Der Oscar. Ja, der hat gut durchgehalten. Ich nehme die Kinder jetzt hier ernst. Wahrscheinlich waren die Wichtel auch dafür zuständig, dass diese Bar da, diese Station da abgefackelt wurde. Ne? Diese ja, Hütte wahrscheinlich. Genau. Ja, also nochmal herzlichen Dank für die Wichtel. Und morgen
morgen dann draußen im Walde. Und da sind verschiedene dabei. An der Walter Fiebig-Hütte. Wer steht da hier? Babaye, Fiebig, Bender, Schulte, Westenberg, Klinge und Lettmade. Also verschiedene, die da mitmachen. Morgen dann um 18 Uhr den Würfelweg hoch und ab in den Wald. Genau. Ja. Der lebendige Adventskalender am 14. Dezember bei der Familie Wimper am Rhein war der 14. im Monat Dezember. Es verbleiben noch 10 Tage bis zum Heiligabend.